Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video im Zusammenhang mit garantiert Skalenlernen. Ich habe mehrfach im Zusammenhang mit dem Buch, weil das ja ein Buch über Skalen ist, die Frage bekommen, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Cage-System und kannst du das mal in Zusammenhang stellen mit deinem Buch und warum benutzt du nicht das und so? So, ganz ehrlich gesagt, Cage-System musste ich erstmal nachgucken im Internet, was das überhaupt ist. Und da habe ich herausgefunden, ja, das ist so das alte System, mit dem unterrichtet wird, beziehungsweise ein Name des alten Systems, mit dem unterrichtet wird. Nur statt zu dem Fingersatz zu sagen, Pattern 1, sagt man jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich es richtig sagen, C-Typ. Oder man sagt G-Typ. Oder man sagt E-Typ, A-Typ oder D-Typ. So, jetzt muss man sich das mal überlegen. Ich will jetzt mal von vorne anfangen, um erstmal die Logik darzustellen, mit der ursprünglich der Urgedanke dieses Cage-Systems verbunden war. Denn man hat einfach nur fünf verschiedene Typen, die sich aus den ursprünglichen offenen Akkorden herausentwickelt haben. Fangen wir mal an. C-A-G-E-D, caged, ausgesprochen, sind praktisch die Typen, die hier auftauchen. Und das hier ist zum Beispiel der C-Typ. Ein ganz normaler C-Dur-Akkord, der praktisch oben auf der A-Seite seinen Grundton hat. Das ist in diesem Fall ein C-Dur und deswegen nennen wir den C-Typ, weil er sich aus diesem Akkord entwickelt hat. So, dann gibt es den A-Typ. Der ist auch auf der A-Seite, mit der leeren A-Seite. Machen wir mal einfach ein A-Moll hin hier. Ja. Das ist dann der A-Typ, weil er ursprünglich auf einem A-Moll-Akkord aufbaut. So, dann haben wir das G-Typ, weil er ursprünglich auf einem G-Dur oder egal so oder keine Ahnung, egal, aufbaut. Den E-Typ, zum Beispiel E-Moll ist ein E-Typ. Und den D-Typ. So, soweit noch ganz logisch. Ja. Jetzt kommt Folgendes. Wenn wir das Ganze jetzt verschieben an den fünften Bund mit Barré-Akkorden, haben wir hier, das ist ein F-Dur-Akkord als kleiner Barré hier. Ne? Und das ist jetzt der C-Typ. So, jetzt, okay, der kommt zwar von einem C-Dur-Griff, ja, aber ganz viele Leute werden mit Sicherheit Probleme haben, warum heißt der C-Typ? Was hat das mit C zu tun? Es ist doch ein F-Dur-Akkord. Ja? Und es ist noch nicht mal der Zusammenhang hergestellt zum Grundton auf der A-Seite. Ja? Ich nenne zum Beispiel dieses Akkord-Shape 4A, weil es mit dem vierten Finger auf der A-Seite den Grundton hat. So benenne ich übrigens alle Fingersätze. Vierte Finger auf der A-Seite den Grundton. So. Das heißt, wenn ich das gleiche jetzt spielen will, diesen 4A-Shape, Akkord-Shape, will jetzt einen Ass-Dur spielen, mache ich halt einfach den kleinen Finger auf den Ass, ne? Hier ist A und da ist Ass, mache den gleichen Shape, habe Ass-Dur. Ja. Wie gesagt, ich benenne den Fingersatz nach dem Finger und der Seite. Und da muss ich einfach nur mit dem Finger auf dieser Seite den entsprechenden Grundton finden und habe dann sozusagen den richtigen Akkord gefunden. Gut, selbe der A-Typ aus dem Cage-System wäre jetzt hier ein D-Moll. Ist jetzt total verwirrend, ne? Warum brauche ich den A-Typ für ein D-Moll, wo ich doch einen D-Typ habe? Overflow. So, hier, ich nenne den 1A, okay, da kommt auch A im Namen vor, aber aus dem guten Grund, weil nämlich auf der A-Seite der Grundton ist mit dem ersten Finger. Fingerring 1A, Akkordshape 1A. So, dann macht das nämlich Sinn. Weil hier ist ein D auf der A-Seite. Ja? Und ich merke mir, erster Finger auf der A-Seite, Grundton. Und so weiter und so fort. Hier, der heißt bei mir 1E, beziehungsweise im Cage-System wäre das ja dann praktisch der, den man jetzt auch nicht wirklich spielen würde. Ja? Das wäre bei mir der 4E, vierte Finger auf der E-Seite, Grundton. Dann wäre es hier der 1E, im Cage-System der E-Typ. Das ist im Cage-System der G-Typ. Und dann gibt es noch hier den D-Typ, der heißt bei mir 1D, weil der erste Finger auf der D-Seite den Grundton hat. Das ist in dem Fall G-Dur. Ja. Also wie gesagt, ich halte von diesen Bezeichnungen zwar mehr als von Pattern 1, Pattern 2, Pattern 3, Pattern 4, aber nicht besonders viel, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, ganz blöd wird es bei dem Cage-System, wenn Fingersätze ins Spiel kommen für Skalen. Und da halte ich von den Bezeichnungen überhaupt nichts mehr.
Das wäre zum Beispiel, so wie ich das richtig verstehe, der G-Typ. So, das ist eine C-Dur-Tonleiter am fünften Bund und ich habe keine Ahnung, warum die G-Typ heißen soll. Vielleicht mache ich das auch falsch, es gibt so viele Informationen zu diesem Cage-System im Internet, die teilweise widersprüchlich sind, dass ich da selbst auch nicht wirklich den Überblick habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber jetzt einfach mal ein Alternativvorschlag, warum nennt man diesen Fingersatz nicht einfach 4 für vierten Finger, E für E-Seite. Der vierte Finger auf der E-Seite hat den Grundton. Und schon kann ich mich orientieren. Zusätzlich passen in diesen Fingersatz auch alle Arpeggios rein. Das will ich auch mal kurz demonstrieren. Alle Arpeggios in diesen Fingersatz. Major 7. Moll 7. Von der zweiten Stufe. Moll 7 von der dritten Stufe. Major 7 von der vierten Stufe. Bleibt alles innerhalb des Fingersatzes. Dann G7 auf der fünften Stufe. Bleibt auch im Fingersatz. A-Moll. Hier an. Das wäre hier auch wieder im Cage-System. Würde jetzt E-Typ heißen. Ne? Für einen A-Moll-Fingersatz am fünften Bund. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Dann haben wir den Halbverminderten. A-Moll 7, B5 und wieder C-Major. Ohne auch nur einmal aus dem Fingersatz rauszugehen. Also komplett drin und das ist zum Improvisieren einfach Gold wert. Wenn man nicht verschieben muss innerhalb des Fingersatzes und lernt einen einzigen Fingersatz und kann alle Arpeggios, die es gibt in dieser Tonart, in diesem Fingersatz spielen. So, das ist auch ein großer Vorteil. Einfach von diesem System aus garantiert Skalen lernen. Gut, dann vielleicht noch ein weiteres Beispiel. Dann gibt es den D-Typ, das wäre der hier. Also im Cage-System, der heißt bei mir Fingersatz 4a. Weil der vierte Finger auf der A-Seite den Grundton hat. Nehmen wir an, ich will jetzt zum Beispiel mit diesem gleichen Fingersatz hier G-Dur spielen. Schiebe ich ihn einfach dahin, habe ich G-Dur. Ja, weil ich genau weiß, der Finger hat den Grundton und hier ist ein G. Fertig. Ich muss nicht kompliziert denken, okay, ich bin hier. Welchen Fingersatz von dem Cage-System nehme ich denn jetzt hier? Weil ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt. Ja? Und hier weiß ich, wenn ich jetzt hier bin, weiß ich, dass mein vierter Finger hier ein G hat. Ja? Wenn man eigentlich will jetzt E durchspielen, dann weiß ich, dass mein erster Finger jetzt hier zum Beispiel ein E hat. Dann muss ich nur um einen Bund verrutschen, weil mein Dur-Fingersatz auf dem zweiten Finger beginnt. 2a heißt der Fingersatz und spiele hier direkt den Dur-Fingersatz. Also, wie gesagt, guckt euch das Ganze mal an. Garantiert Skalen lernen. Ihr findet auf der Website zum Buch ganz viele Informationen, die werde ich jetzt hier einblenden. Ja, garantiert skalenlernen.de. Und ja, das waren meine Worte zum Cage-System. Ihr könnt gerne Comments hier hinterlassen, falls ihr doch findet, dass das Cage-System besser ist oder irgendwelche Vorteile des Cage-Systems aufzählen. Das ist meine persönliche Meinung und ich kann euch nur empfehlen, guckt euch die ganzen Sachen an. Vor allem das erste Video, wo ich das System von garantiert Skalenlernen von vorne einfach mal erkläre. Und ja, ansonsten alles Gute, bis dann, ciao!